Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Do-It-Yourself-Video. Heute machen wir eine Fake-Tefelung für unser Kinderzimmer bzw. Babyzimmer für die Wand. Und wir wollten euch einmal zeigen, wie wir das geplant haben und natürlich, wie wir das machen. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir legen los. Wir haben vor, hier an der weißen Fläche eine Fake-Tefelung zu machen. Das heißt, dass es so aussieht, als wäre hier eine Tefelung, aber es ist im Endeffekt keine. Und oben ist dann, wie gesagt, rosa. Wir haben dafür gekauft MDF-Platten und zwar sind die 1,20x60 bei uns gewesen und die haben wir jetzt in 7,5 breite Streifen geschnitten. Also sind jetzt 7,5 x 1,20 und da schneiden wir jetzt ganz, ganz viele in diesem Maß und dann werden die an die Wand geklebt. Also alles, was hier weiß ist, wird also mit Tefelung. Die MDF-Platten bekommt ihr in eigentlich jedem Baumarkt und da müsst ihr euch dann eine Stärke aussuchen. Wir haben hier 0,3 genommen, weil es wirklich nicht so doll auftragen soll, aber die gibt es natürlich auch in anderen Stärken. Dann müsst ihr euch natürlich auch für eine Höhe entscheiden. Wir haben jetzt die Höhe von unserem Wickeltisch genommen, damit das mit dem Wickeltisch einfach ja, abschließt. Zwischen den Platten einen Abstand von 40 gewählt. Das haben wir jetzt einfach ja, mit hinlegen und sowas einfach ausprobiert und das gefällt uns am besten. Jetzt also aus. Als allererstes haben wir die MDF-Streifen geschliffen. Die hat natürlich eine unsaubere Schnittkante durch die Säge und die haben wir erstmal ordentlich geschnitten. Das war geschliffen, das war dann meine Aufgabe als Schwangere. Und dann haben wir angefangen, oben die ersten Bretter festzukleben. Das haben wir dann ja, zwischen den beiden Farben sozusagen gemacht, damit dies schon mal abgedeckt ist. Und unten haben wir dann eine sozusagen Fußleiste hingemacht. Und dann ging es eben an die Mittelstreifen. Da, wie gesagt, müsst ihr euch erstmal einen Abstand aussuchen, das alles abmessen und dann auch anzeichnen. Und genau, so sieht das Ganze erstmal aus. Und dann haben wir das Ganze angeklebt, übrigens mit Silikon. Das könnt ihr aber auch mit Baukleber machen oder ähnliches. Aber das mit dem Silikon hat super geklappt, das hatten wir gar nicht gedacht, aber es hat wirklich toll geklappt. Genau, und so hat Felix das dann immer an die markierten Stellen rangeklebt, dann nochmal mit einer Wasserwaage nachgeprüft. Und dann sah das Ganze so aus. Richtig, richtig cool. Am Ende haben wir dann das Ganze weiß angestrichen, einfach mit der ganz normalen Wandfarbe weiß. Wir haben es zuerst mit Lack probiert, das hat gar nicht geklappt. Dafür hätten wir es vorher anschleifen müssen, das haben wir aber nicht gemacht. Und deswegen haben wir es einfach mit ganz normaler Wandfarbe in weiß angestrichen. Und dann sah das Endergebnis einfach so aus. Richtig schön, wir sind mega begeistert. Wir hätten uns das gar nicht so schön vorgestellt und es passt einfach super zusammen. Und wir bekommen von überall nur Lob. Genau, und das war auch schon das Video zu der Fake-Tefelung. Ich hoffe, ich konnte euch da helfen und vielleicht hat der ein oder andere auch Lust, das nachzumachen. Ich finde es einfach eine super, super schöne Idee. Und ich finde, es passt auch nicht nur ins Kinderzimmer, das würde auch super in einen Eingangsbereich oder ins Wohnzimmer passen. Man muss es ja auch nicht weiß machen. Wir haben nämlich auch zwischen weiß oder grau uns entschieden und grau wäre bestimmt auch richtig, richtig schön geworden. Aber ich wollte das Zimmer sehr, sehr gerne hell haben. Und deswegen haben wir weiß genommen. So, und jetzt wünsche ich euch erstmal einen ganz, ganz wundervollen Tag. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüssi!